Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal wieder einen Tag für euch. Und zwar den, ich glaube, er heißt New York Times Tag. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ihr werdet es ja dann unten am Titel sehen. Ich habe den Tag vor ein paar Tagen bei der lieben Jessie von Melody of Books gesehen und fand den ganz gut und dachte mir, den mache ich auch mal, weil ich sowieso am Überlegen war, dass ich halt mal wieder einen Tag machen möchte. Ich wusste halt noch nicht genau welchen und dann habe ich den gesehen und dachte, ja, der ist ganz gut. Der Tag hat 10 Fragen und was ich halt besonders gut finde oder ja mal abwechslungsreich finde, ist, dass es ja auch Fragen gibt, die man halt beantworten kann, ohne ein Buch zu zeigen. Also die man so beantworten kann. Und ich finde, das ist mal eine nette Abwechslung, weil bei den anderen Tags braucht man ja meistens zu jeder Frage oder zu jeder Aufgabe ein Buch. Und so hat man mal eine angenehme Mischung zwischen Buch und kein Buch. Also fand ich ganz gut. Die erste Frage war, welches Buch liegt auf deinem Nachttisch? Und das sind mehrere. Mir fällt gerade auf, dass ich sie nicht geholt habe, was aber nicht schlimm ist, weil sie hinter mir liegen. Es sind mehrere. Ich zeige euch mal das, wo ich mich einfach am meisten freue, da heute weiterzulesen. Und das ist dieses hier, die Dämonenakademie von Taran Mataru. Der erwählte, das ist der erste Teil einer neuen Trilogie. Und hier geht es um Fletcher, der in seinem Dorf ein Außenseiter ist und dann herausfindet, dass er Dämonen beschwören kann. Und aufgrund dieser Fähigkeit landet er auf der Dämonenakademie, wo er lernen soll, damit umzugehen. Und wo er auch lernen soll, diese Fähigkeit so zu nutzen, dass er damit den Krieg unterstützen kann, der halt in dem Land gerade herrscht zwischen den Elfen und den Orks oder irgendwie so. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ist auch nicht wichtig. Aber das Buch gefällt mir bisher sehr gut. Ich habe da jetzt fast 200 Seiten gelesen und es liest sich sehr gut. Es hat eine interessante Geschichte und mir ist auch der Protagonist recht sympathisch. Und ja, von daher freue ich mich schon sehr darauf, da nachher weiterzulesen. Und das ist eins der, ich glaube, 4 Bücher, die ich aktuell auf meinem Nachttisch, den ich nicht besitze, liegen habe. Wenn euch die anderen Bücher auch interessieren, es kommt mein Current Reading oder es kam schon, dann könnt ihr da einfach vorbeischauen, dann zeige ich euch die auch alle. Jetzt zur zweiten Frage. Was war das letzte wirklich großartige Buch, das du gelesen hast? Das letzte Buch, was mich wirklich vollkommen umgehauen hat, habe ich im November gelesen und das war Begin Again von Mona Kasten, ein New Adult Roman. Hier geht es um Ellie, die alles hinter sich lassen will und praktisch nochmal neu anfangen will und dazu zieht sie weg zum Studieren und braucht dann dringend eine Wohnung oder ein WG-Zimmer und nach einigem Hin und Her landet sie bei Caden, der eigentlich der Letzte ist, mit dem sie zusammenleben will, weil er sich ihr gegenüber gleich am Anfang total unmöglich verhält und mega unverschämt ist. Aber ja, sie ist mehr oder weniger letztendlich gezwungen, bei ihm einzuziehen und er stellt dann natürlich erstmal ein paar Regeln auf und die wichtigste davon ist, wir fangen niemals was miteinander an, was sich letztendlich aber als gar nicht so einfach herausstellt. Ja, dieses Buch hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, hat auch 5 Sterne von mir bekommen. Das war echt so das letzte Buch, was ich überhaupt nicht aus der Hand legen konnte und ich musste immer weiterlesen und es war so genial und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, Trust Again, der im Januar rauskommt. Und ja, wenn ihr mehr zu diesem Buch wissen wollt, ich verlinke euch gerne meine Rezension unten in der Infobox und dann könnt ihr da ja mal vorbeischauen. Die dritte Frage war, welchen Schriftsteller würdest du gerne treffen und was würdest du ihn oder sie fragen? Ich finde diese Frage wahnsinnig schwer, da habe ich schon öfters mal drüber nachgedacht, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Erstmal das und das Problem ist eigentlich, dass ich schon weiß, wen ich gerne treffen würde, aber keine Ahnung habe, was ich die Person fragen würde. Also ich habe mir jetzt überlegt, dass ich sehr gerne mal J.K. Rowling treffen würde, weil sie ist J.K. Rowling, sie hat Harry Potter geschrieben. Ne? Also wenn es die Gelegenheit gäbe, würde ich sie sofort ergreifen. Aber ich habe echt keine Idee, was ich sie fragen würde, weil ich so das Gefühl hätte, jede Frage wurde ihr schon mal gestellt und ich muss ihr irgendeine ganz besondere Frage stellen, die mich total aus der Masse hervorstechen lässt und die so genial ist, dass sie erstmal gar nicht weiß, wie sie darauf antworten soll. Ist totaler Quatsch eigentlich, aber mir fällt halt einfach keine besondere Frage ein. Und ich meine, sie hat ja auch schon einen Haufen Interviews gegeben oder hier und da mal irgendwie erzählt, wie sie die Bücher geschrieben hat, wo sie ihre Ideen hat. Es gibt ja auch diesen Dokumentationsfilm darüber, wie sie das erste Buch geschrieben hat. Und da werden halt viele Fragen auch schon beantwortet. Und ja, von daher überfordert mich das immer total. Aber treffen würde ich sie letztendlich wirklich mal sehr, sehr gerne. Die vierte Frage war, bei welchen Büchern wäre man überrascht, sie bei dir zu finden? Da habe ich tatsächlich 2 Stück gefunden. Und zwar ist das erste von Harpe Kerkeling, Ich bin dann mal weg, weil das geht ja eher so in so eine autobiografische Richtung. Und sowas lese ich ja eigentlich gar nicht.
der Grund, warum ich mir dieses Buch gekauft habe, ist einfach, dass es ja darum geht, dass er den Jakobsweg entlang gewandert ist. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben auch unbedingt machen möchte. Einmal diesen Jakobsweg lang wandern. Und ja, deswegen habe ich mir dieses Buch eigentlich auch nur gekauft, weil es mich aus diesem Grund halt interessiert. Ich habe auch natürlich die Vorschau zu dem Film mal gesehen, der sah auch ganz interessant aus. Und von daher denke ich, dass mich das Buch auch ganz gut unterhalten wird. Aber sonst habe ich in meinem Regal ja, glaube ich, nichts, was irgendwie in diese Richtung geht. Und ja, von daher wäre der ein oder andere vielleicht schon überrascht, es hier zu finden. Und das andere ist Deadly Storm. Das ist ein Comic zu der Serie Castle. Und Castle schreibt ja die Derek Storm-Romane am Anfang der Serie. Eins davon eben Deadly Storm. Und das Ganze wurde von ein paar coolen Leuten in echte Romane verwandelt. Beziehungsweise eben in diese Comics. Ich weiß gar nicht genau, ob es... Also ich glaube, die Derek Storm-Romane wurden in Comics umgesetzt. Und diese anderen, wo es dann ja um Beckett geht, wo sie... ja, für die Protagonistin die Inspiration war, diese Heatwave und bla bla bla, alles was irgendwie mit Heat, Detective Heat zu tun hat, das wurde, glaube ich, dann zu Romanen geschrieben. Auf jeden Fall habe ich mir das mal, weil ich Castle, die Serie, halt total toll finde, habe ich mir das mal gegönnt, diesen Comic, und ja, gelesen habe ich ihn noch nicht. Ich bin aber schon neugierig, aber ja, im Moment hatte ich noch nicht so die Muse, es dann auch wirklich zu lesen. Ich bin einfach froh, auch dass ich es erstmal habe und die Gelegenheit habe, es dann halt zu lesen, wenn ich da mal Lust drauf habe. Was mich, glaube ich, am meisten abschreckt, ist, dass das Ganze auf Englisch ist. Es gibt es auch auf Deutsch. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir bestellt habe, gab es es aber, glaube ich, noch nicht. Oder ich war einfach zu blöd, um es zu finden. Und deswegen habe ich das Ganze auf Englisch. Aber ich meine, es ist ein Comic, sollte jetzt auch nicht so schwer zu verstehen sein. Ja, Frage 5. Wie ist deine persönliche Bibliothek sortiert? Das ist eine Frage, ja. Im Moment sortiere ich gar nicht mehr, weil ich einfach so wenig Platz habe, dass ich froh bin, wenn ich die Bücher irgendwo unterkriege. Als ich das letzte Mal mein Regal umsortiert habe, das war letztes Jahr im Sommer vielleicht, irgendwie so in dem Dreh. Ich bin mir nicht sicher. Da habe ich ein bisschen nach Verlag sortiert. Ein bisschen was davon ist auch erhalten geblieben bis heute. So meine Löwe-Bücher, also aus dem Löwe-Verlag, da sind viele nebeneinander. Aber das Problem war halt dann, dass wenn neue Bücher von dem Verlag dazugekommen sind, da dann kein Platz mehr war. Dann habe ich sie halt doch woanders einsortiert. Und so, ja, passt es dann irgendwie doch nicht mehr mittlerweile. Das Einzige, worauf ich eigentlich immer noch achte, ist, dass ich Hardcover nebeneinander habe und Taschenbücher. Dass ich nicht Hardcover und Taschenbücher mische. Also ich habe zwar Regalfächer, wo beides drin steht, aber dann ist die eine Hälfte komplett Hardcover und die andere komplett Taschenbücher, weil ich das total schrecklich finde, wenn das so gemischt ist. Also ich habe ein Buch, das steht zwischen den Hardcovern, das ist aber Gott sei Dank genauso groß wie die Hardcover, und das steht da auch nur, weil es von der Autorin ist, die die Hardcover geschrieben hat. Aber das ist sowas, worauf ich immer noch achte, auch wenn der Platz nicht wirklich da ist, weil das macht mich richtig, richtig die Krätze, wenn das so gemischt ist. Das mag ich überhaupt nicht. Aber ansonsten, ja, ich gucke halt, dass die Bücher von den gleichen Autoren beieinander stehen. Also, dass ich zum Beispiel Everflame von Josephine Angelini neben Göttlich Verdammt von Josephine Angelini stehen habe. Oder auch die Bücher hier, wo sind sie da? Die Mythos Academy steht, auch wenn man es gerade nicht sehen kann, neben dem Buch Spinnenkuss, weil die beide von Jennifer Estep sind. Und Black Blade steht da auch. Und darauf achte ich halt auch, dass die Bücher von dem gleichen Autor alle zusammenstehen. Aber sonst habe ich im Moment echt keine Sortierung, weil ich einfach im Moment keinen Platz mehr habe und sämtliche Bücher einfach nur noch irgendwo einordne, wo ich irgendwie Platz schaffen kann. Ist gerade ungünstig, wird sich hoffentlich bald ändern. Ich habe nämlich einen Plan, wie ich mehr Platz für Bücher schaffen kann, den ich entweder jetzt Ende Dezember oder Anfang Januar in die Tat umsetzen möchte. Ich hoffe, das klappt auch, weil das würde echt einiges an Platz schaffen. Wenn es soweit ist, wird es dazu ein Video geben und im Anschluss wird es dazu auch meine Bücherregaltour geben. Die schiebe ich nämlich auch schon von mir her. Ich wollte wieder eine Bücherregaltour drehen, schon seit 2-3 Monaten. Aber ich denke mir immer so, ja, es macht keinen Sinn, wenn ich dann eh alles umsortiere, und schiebe es deswegen immer vor mir her. Und ja, von daher wird es die wahrscheinlich dann auch im Januar geben. Ich weiß es nicht, aber ja, so viel zu meiner aktuellen Sortierung. Es geht eigentlich nur nach dem Prinzip, da wo Platz ist, kommt das Buch hin, und eine andere Sortierung gibt es nicht wirklich. Sechstens, welches Buch wolltest du schon immer lesen und bist bis jetzt nicht dazu gekommen? Das wäre von Antoine de Saint-Exupéry.
Poirot oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht, der kleine Prinz. Ich glaube, davon hat jeder schon mal gehört, da brauche ich nichts zu sagen. Ich wollte dieses Buch unbedingt mal lesen, weil ich weiß, dass wir einmal in der Schule einen Abschnitt davon lesen mussten mit diesem Fuchs, wo er versucht, den Fuchs zu zähmen oder in welche Richtung auch immer das jetzt ging. Und man kennt ja irgendwie diese ganzen Zitate irgendwie. Man sieht nur mit dem Herzen gut und was es da nicht alles gibt. Und ich dachte mir einfach, das ist ein Buch, das muss man gelesen haben. Das ist ein Klassiker in dem Sinne irgendwie. Und jeder kennt es, jeder hat davon gehört. Und man muss es einfach gelesen haben, finde ich. Und deswegen habe ich es mir, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr war oder schon im letzten Jahr, gekauft. Habe es aber bisher noch nicht gelesen. Es ist auch halt sehr ungünstig, dieses Buch hat halt keinen Titel auf dem Buchrücken stehen. Es ist einfach weiß und es geht in meinem Bücherregal total unter und ich übersehe es einfach jedes Mal. Ich glaube, ich muss das irgendwie mal so frontal irgendwo hinstellen. Dann denke ich da im nächsten Mal auch dran, wenn ich die zu lesenden Bücher auswähle. Aber ja, das ist halt so ein Buch, was ich schon seit Ewigkeiten lesen will und ich habe es bisher noch nicht geschafft. Drittens, enttäuscht, überbewertet oder einfach nicht gut. Welches Buch hätte dir gefallen sollen, hat es aber nicht? Beziehungsweise, welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen? Ich glaube, einige werden mich für meine Wahl jetzt hassen, aber es ist tatsächlich Game of Thrones, beziehungsweise das Lied von Eis und Feuer, das Erbe von Winterfell, das ist der zweite Teil. Es ist nicht so, dass ich die Geschichte nicht mag. Ich bin ein Riesenfan der Serie. Also wirklich, ich liebe die Serie. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie das Problem. Ich habe das erste Buch gelesen, das hat mir ganz gut gefallen, auch wenn ich so mit dem ganzen, es ist halt so viel an Informationen. Damit hatte ich so meine Probleme. Es sind so viele Häuser und Länder und Personen und das war so ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz hat mir der erste Teil gut gefallen. Und dann habe ich halt angefangen, die Serie zu gucken. Und ich habe mir vorgenommen, ich gucke die Serie immer so weit, wie ich gelesen habe. Weil wenn ich erst alle Bücher lesen würde, könnte ich die Serie erst in 20 Jahren gucken, so lang wie die Reihe mittlerweile ist. Von daher dachte ich, ich lese immer ein Buch, dann gucke ich ein paar Folgen, dann lese ich das nächste Buch. Dann hat mir die Serie aber so gut gefallen, dass ich nicht stoppen konnte, als ich da angelangt war, wo Teil 1 endet. Das ging einfach nicht. Und dann habe ich Teil 2 angefangen zu lesen, in der Hoffnung, dass ich es schnell durchkriege und dann schnell weiter gucken kann. Aber irgendwie war es dann so, die Serie hat mich so megamäßig umgehauen und das erste Buch war zwar auch gut, aber das konnte mich nicht so flashen. Es hat mich einfach nicht greifen können so richtig. Und das war dann, glaube ich, das Problem beim zweiten Teil, dass ich halt im Kopf hatte, wie sehr mir diese Serie gefallen hat, wie genial die war. Und dann kam ich zu dem Buch und das war zwar interessant, hat mich aber einfach nicht so umgehauen. Ich kann nicht genau sagen, ob es am Stil liegt, wie das Ganze geschrieben ist, oder ob das Ganze als Serie einfach leichter verständlich ist, aufgrund dieser vielen Charaktere, wenn man die halt dann auch vor sich sieht und so. Aber auf jeden Fall, ja, bin ich in dieses zweite Buch nicht richtig reingekommen und ich habe, glaube ich, echt nur so 100 Seiten oder so gelesen und habe es dann weggelegt und seitdem gucke ich nur noch diese Serie. Ja, eigentlich echt schade. Ich würde die Bücher gerne mögen. Ich habe auch mir fest vorgenommen, den zweiten Teil irgendwann nochmal anzufangen, wenn ich vielleicht die Serie, wenn ich da auf dem aktuellen Stand bin oder so und es eh keine neuen Folgen mehr gibt, die ich gucken könnte. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe es noch hier stehen. Es hat auch einen Subpunkt, damit ich nochmal ganz von vorne anfange, wenn ich es lese. Ich habe es mir vorgenommen. Ich weiß nicht, wann es dazu kommen wird. Ich finde es aber irgendwie wirklich sehr, sehr schade, dass mich das dann irgendwie nicht so mitreißen konnte wie die Serie. Frage 8. Zu welchen Geschichten fühlst du dich hingezogen? Von welchen Büchern hältst du dich lieber fern? Ja, ich glaube, allen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, brauche ich da nichts erzählen. Ihr wisst, was ich gerne lese. Ich liebe Fantasy in jeder Richtung. Ich liebe Dystopien. Ich lese auch sehr gerne Young Adult, New Adult, wobei das noch nicht ganz so lange. Das hat auch erst so im Laufe der letzten 2-3 Jahre angefangen, dass ich das wirklich gerne lese. Davor war das überhaupt nichts für mich. Ich kann auch nicht sagen, woran es liegt. Es war mir oft einfach, glaube ich, zu klischeehaft und ja, ich stehe halt total auf irgendwas mit Fantasy-Elementen und die fehlen da halt einfach. Vielleicht lag es auch daran. Ich musste da meinen Horizont erst etwas erweitern, aber seitdem lese ich das auch sehr gerne. Thriller lese ich sehr, sehr gerne, vor allem von Sebastian Fitzek, aber auch andere, Arno Strobel und Cody McFadyen und so. Mittlerweile habe ich ja einige gelesen. Wovon ich mich eher fernhalte, sind Krimis, die, weiß ich nicht, ich gucke auch kein Tatort und alles in der Richtung. Das ist mir zu seicht. Also Thriller sind ja auch manchmal so ähnlich, sind aber noch deutlich spannender und
sind, weiß ich nicht, fesseln mich mehr, sind auch irgendwie beängstigender. Aber Krimis, also ich weiß auch nicht, die langweilen mich einfach und die finde ich nicht so interessant. Und das nächste wäre so, ja, historische Romane, wobei ich da auch schon den einen oder anderen gelesen habe. Ich bin auch immer noch am Lächeln der Fortuna dran. Das habe ich irgendwann am Jahresanfang mal begonnen. Das lese ich so nebenher mal ein, zwei Kapitel. Aber das fesselt mich jetzt auch nicht so sehr, dass ich da immer hundertprozentig weiterlesen muss und das innerhalb von einer Woche oder so durch habe. Aber ich habe ja auch von Diana Gabaldon hier Feuer und Stein und so gelesen. Fand ich auch ganz okay. Wobei mittlerweile bin ich da beim 5. Band angekommen und ich finde es zu sehr in die Länge gezogen. Wobei, da muss man sagen, da ist ja dieser Zeitreise-Aspekt, das geht wieder in Richtung Fantasy. Aber ja, oh Gott, mein Bruder hat gerade voll laut genießt. Historische Romane so an sich sind auch eher nicht so meins. Es gibt auch Jugendbücher, die in der Vergangenheit spielen. Ja, von denen halte ich mich dann auch eher fern. Auch wenn sie an sich interessant klingen, aber irgendwie denke ich immer so, historisch brauchst du nicht. Also das sind so die zwei Kategorien, von denen ich mich komplett eigentlich oder größtenteils fernhalte. Wobei ich sagen muss, ich bin niemand, der sagt, geht gar nicht. Ich habe immer so den Drang, auch mal was auszuprobieren, mal was zu lesen aus einem Bereich, wo ich noch nichts gelesen habe. Wenn es eine gute Empfehlung gibt dann mal oder so, dann probiere ich das schon aus. Aber nichtsdestotrotz sind das eher Bereiche, die in meinem Regal auch so gut wie nicht vertreten sind und die ich wirklich sehr, sehr wenig lese. Biografien, ne? Wo wir gerade bei Harpe Kerkeling und so waren. Biografien lese ich eigentlich auch fast gar nicht. Also ich habe, glaube ich, noch nie eine gelesen. Ich glaube, ich habe mal die Biografie von Stephen King angefangen, weil er halt da auch sehr viel darüber erzählt, wie er schreibt und so. Das habe ich mal gelesen. Das war auch schon eine ganze Weile her. Sonst, aber eher nicht so. Neuntens. Wenn du die nächste Lektüre des Präsidenten bzw. der Kanzlerin entscheiden dürftest, welches Buch wäre das? Ich habe da kein spezielles Buch gefunden. Ich würde sagen, alles, was in Richtung Dystopie geht, würde ich denen vor die Nase klatschen und sagen, hier, so geht's nicht. So dürft ihr es nicht machen, da wollen wir nicht hin, sondern in die andere Richtung. Einfach um ihnen zu zeigen, wie es nicht geht, damit sie dann vielleicht kapieren, wie es geht. Und ja, mehr sage ich dazu einfach auch nicht, weil das so ein Thema ist, glaube ich, so, wo ich mich total drüber aufregen könnte. Von daher machen wir schnell weiter mit der letzten Frage. Was willst du als nächstes lesen? Und das Buch habe ich auch vergessen, es liegt aber hinter mir. Und zwar möchte ich heute gerne noch anfangen, Der letzte Stern von McGlancy, und da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist der dritte Teil von Die fünfte Welle und da ist schon ein Lesezeichen drin, weil ich sehr motiviert bin, es heute anzufangen. Und ja, ich bin auch schon mega, mega, mega gespannt drauf und freue mich da total drauf. Und das ist das Buch, was ich auf jeden Fall heute noch anfangen möchte. Das war auch schon der Tag. Wenn ihr Lust habt, den Tag selbst zu machen, nur zu, fühlt euch alle herzlichst getaggt. Ansonsten könnt ihr auch gerne in den Kommentaren mal die ein oder andere Frage des Tags beantworten, wenn ihr Lust habt. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Und ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Restwoche und ganz viel Spaß beim Lesen und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.